Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik. Und zwar zu einer kurzen, aber dafür Mystery-Folge. Ich müsste jetzt Stranger Things-Musik oder ähnliches einspielen. Ich bin nämlich gerade dabei, meine kleine, wirklich kleine Ausstellung Lego früher und heute abzubauen. Wir haben Samstagabend, hier wird gleich geschlossen. Ich bin gespannt, wenn ich hier gleich in die Vitrinen greife, ob das mich irgendjemand von abhalten würde. Weil das war eigentlich auch die Angst bzw. die Befürchtung vieler, die kommentiert haben, na, mal sehen, was denn nach 2-3 Wochen von der Ausstellung wirklich noch da ist. Und nach meiner ersten Bestandsaufnahme, eigentlich ist alles noch da. Und sogar das Buch hat niemand umgeblättert hier. Nö, also der Cyan ist noch da. Da sieht man schon meinen Einkaufswagen, wo ich gleich alles einräume. Das große Schild. Die einzigen Opfer waren die Hooligans und die Polizei. Die sind umgekippt. Da konnte ich auch nicht einfach ran, das umstellen, weil diese Vitrine ist abgeschlossen. Aber jetzt kommen wir zum Mystery-Moment. Hier, diese Pflanze. Fans von Harry Potter und deren Botanik kennen sie. Und die ist ja jetzt zurzeit bei der aktuellen Serie der Minifiguren von Harry Potter auch dabei. Die ist neu. Die gehört nicht dazu. Also, die hat da irgendjemand reingestellt oder reingeschmissen. Also, erstaunlich. Wir können noch mal reingucken. Ich glaube, dieses Rätsel... Ich weiß nicht, schreibt mal in die Kommentare, falls ihr es wart oder so. Also ich hätte schon Spaß daran zu wissen, was das Rätsel dahinter ist. Hat es einfach nur jemand reingeschmissen, weil er sagt, brauche ich eh nicht. Wollt mir damit jemand ein geheimes Zeichen sagen, schrei doch mal oder so. Weil das ist ja diese Pflanze, wenn man sie rausreißt, dann fängt die an zu schreien. Dass ich übrigens so dumpf klinge, das liegt natürlich hier an der Maskenpflicht. Ja, keine Ahnung, was es ist. Das ist Mystery. Ja. Und jetzt wird abgebaut und ich bin gespannt, ob mich davon jemand abhält. Ach, siehst du, der Ball da hinten ist wieder umgekippt. Das frage ich mich auch immer, wie das passieren kann. Da muss ja eigentlich jemand wackeln. Gut, aber das ist nicht so schlimm. Guck mal, die Minifiguren sind noch alle da. Also bisher sieht es noch gut aus. Tja, dann will ich mal frisch ans Werk. Da, 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 da. Und tschüss. Ja, das war's. Nun sind die Vitrinen wieder leer und tatsächlich nach meinem Eindruck kein Schwund, sondern ja nur was dazugekommen. Und das, obwohl ich jetzt gerade beim Abbau völlig unbehelligt einfach alles rausnehmen konnte. Und ich glaube nicht, dass die Leute wirklich wissen, wer ich bin. Also, ja. Tja, man muss nur dreist sein, theoretisch. Oder praktisch, ja, einfach den richtigen Leuten vertrauen. Steht natürlich an, ja. Nö, das war's. So sieht's aus. Keine Ahnung, was Montag jetzt hier sein wird. Vielen Dank an den Citypark, dass ich das machen durfte. Ich habe mir einfach mal als Andenken auch die Schilder mitgenommen. Ich hoffe, das war okay. Jetzt wird hier noch aufgeräumt, abgewaschen. Damit habe ich aber dann nichts mehr zu tun. Jetzt darf ich die ganzen Sachen wieder hoch in meine Wohnung wuchten und mich fragen, wohin damit? Weil diese Ausstellungsfläche habe ich nicht. Tja, das ist die Probleme. Aber auch die werden sich irgendwie lösen lassen. Ja, noch ein letzter Blick von mir aus, jetzt auch mit meinem Gesicht nochmal auf die Vitrinen. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder in der nächsten Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik. Was auch immer, die nächste Ausstellung wird noch ein bisschen dauern sicherlich. Aber man sieht sich. Bis dann. Tschüss.